Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2 Blind in der Freak Challenge. Letztes Mal sind wir durch die Riesengrotte gestiegen und hier zu Team Plasma gestoßen. Hier scheinen sich alle zu versammeln. Und wir haben von Rubius ein bisschen Unterstützung bekommen. Scheinbar hat das Finstrio das Feilu von Hugh gestohlen. Er ist schon mal vorgerannt natürlich, wie immer. Und wir werden ihm jetzt nachgehen. Er ist, glaube ich, hier lang gerannt. Oh, hier ist aber eisig, du. Okay. Da ist die Plasma-Fregatte. Auf geht's. Geh schon mal vor. Ich bleibe hier und erkunde mich nach dem Finstrio. Sag Bescheid, wenn du Felilu oder das Finstrio entdeckst. Alles klar, mache ich. Ganz einer wird mit Kyurems Eis bedeckt sein. Wie es Violeck mich doch dann wohl ergehen wird. Er ist doch so kälteempfindlich. Der Kerl mit der Frisur wie ein Baldurfisch ist ja total wahnsinnig. Ich habe Angst, er ist ein Monster. Was, er hier? Ach, der ist ganz lieb. Der tut keiner Fliege was zu leide. Aber ihr seid ja... Ja, ihr seid ja keine Fliegen. Naja, dann habt ihr wohl Pech. Okay. Liegt hier vielleicht noch ein Item hier? Nee, diesmal nicht. Okay. Schutzwerk nicht mehr. Das ist mir vollkommen egal. Gehen wir mal hier rein. Oh. Hi, na? Ihr auch hier? So ein Zufall. Ey, du Einbrecher, das ist deine Falle. Das glaube ich nicht. Seid nicht eher ihr in meine Falle getappt? Ohoho, du bist in die Falle getappt. Ja, ja, glaubt ihr das mal ruhig. Ich mach euch fertig. Ba 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 bam. Bam, ein unterer Tutox. Oh. Das ist aber ein richtig heftiges Pokémon. Oh, und ein Zorokex. Ich kriege Angst. So, wir ist mit einem Surfer vielleicht eher doch nicht. Aber wir ist mal mit einem Eisstrahl. Einfach mal so zur Demonstration. Hier auf Zurückkex. Und du machst ja den Schaufel auf 100 Tytox. Und vergrab dich. Boom. Mülltreffer? Okay, das ging zum Glück daneben. Das wäre nicht so geil gewesen. Um ehrlich zu sein. Bam. Ba, ba, badam. Ja, ich hätte eigentlich auch Surfer einsetzen können, wenn ich ja im Schaufeln bin. Mach mal Stärke. Aber sei es drum. Pam! Das dürfte reichen. Ja, locker, easy. Und tschüss. So, reicht Stärke auch aus? Ich denke schon. Ba, 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 bam. Ich glaube, ich habe Stärke noch nie eingesetzt, oder? Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, die Animation. Sieht auf jeden Fall nice aus. Fast heftiger als der Kraftkoloss irgendwie. Ein Golbat. Alles klar. Und eine Eurokex. Okay, ich mach mal folgendes. Ich mach mal den Surfer. Und Stinger, du wirst dich verbuddeln. Du machst auf Eurokex den Schaufler. Ba badam. Ba da 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 ba da ba da bam. So, Luftschnitt. Hältst du locker aus, klar. Dinger wird hier Tag ab natürlich. Und euch beiden fügen wir Schaden zu. Das ist sehr schön. Oh, Turmkick ging daneben. Das ist ja jammer. Schade, dass du das Dinger angegriffen hast. Das tut mir richtig leid für dich. Ja, eher nicht so. Ich hätte eigentlich auch Eisstrahl. Ja, ist egal. Stärke dürfte auch reichen, wenn der Surfer schon so viel abgezogen hat. Denke ich mal. Ja, wobei könnte knapp werden. Das Dinger wird ja Tag wieder ab. Alles klar, und? Reicht es? Ba 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 bam! Yep, er sagt gereicht. Ba 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 bam 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 bam. Nice, nice, nice. So, was habt ihr jetzt dafür, Pokémon? Dürftet ihr beide noch eines haben? Ein Deponitox. Okay. Und ein Rollum. Ja. Ich würde mal sagen... Stärke auf Rollum. Wobei, machen wir erstmal eines platt. Ich glaube, ich
Ich finde es nicht so geil, wenn der Ponytox hier rumgammelt. Mache ich erstmal das hier und du machst einmal den hier. So, Schaufler, hoffentlich greifen alles Dinge an. Wobei, ich glaube es zwar nicht. Wenn sie mit Giftattacken angreifen, werden sie wahrscheinlich Blueberry angreifen. Das hat aber ordentlich Schaden gemacht. Nice. Einfach nicht zu viel Schaden, bitte. Quetschwalze. Kein Ding. Blueberry steckt einfach alles weg. Das ist so übel, was Blueberry wegsteckt. Ich sag's immer wieder. Oh Gott. Ja, Schaufler dürfte reichen, locker. Dann ist die Ponytox eigentlich tot. Können wir eigentlich hier gleich weitermachen. Tschüss. Kaboom. Zack. Ba-ba-dam. Na, 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 ba-dam. Ich mag die Musik sehr. Mit Team Plasma. Oh ja, das hat auch ordentlich Schaden gemacht. Finde ich auf jeden Fall gut. So, dann dürfte das es jetzt gewesen sein. Wir müssen mal Blueberry heilen irgendwie. hier, zackidi zack. Und du hast mal Nachthieb drauf klatschen. Pam, pam. Rollum wurde besiegt. Wie bedauerlich. Ich habe verloren. Ich meine natürlich Plasma. Natürlich. So, erstmal Blueberry von der Spitze wegpacken. Hier aufs Dinger. Und dann gönnen wir Blueberry mal ein Tränkchen, würde ich sagen. Haben wir hier Supertränke? Ja, nice. Zack, kriegst du vielleicht nochmal ein Tränkchen. Weil wir spendabel sind. So. Wunderbar. Oh, nochmal. Teleporter. Okay. Hoppla, so sieht man sich wieder. Ich bin's, das Ex-Mitglied von Team Plasma. Ich habe auf dich gewartet. Ah ja. Ich habe Rubius kontaktiert, aber niemand wird kommen, um mir zu helfen. Alle hier reden schlecht über N, das ist schwer zu ertragen. N hat seine Fehler eingesehen und seinen eigenen Weg gewählt. Dafür nennen sie ihn jetzt einen Verräter. Die sind alle echt schrecklich. Erst haben sie einfach so extrem hohe Erwartungen an ihn. Und dann regen sie sich einfach so darüber auf, dass er sie verraten hätte. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Dieses Stockwerk ist ein Labyrinth aus Rohren. Oh nee. Indem du auf die Schalter trittst, kannst du die Rohre verbinden oder trennen. Du kannst übrigens auf den Rohren laufen. Rohre verbinden und trennen, was? Hä? Ich sehe da schon wieder Barrieren. Oh Mann, muss ich wieder... Schalterrätsel. Okay, da sind auch... Okay, sind überall Rüpel. Na gut. Dann fangen wir mit ihr an. Du bist eine Tracht Prügel, mein Junge. Was willst du, Eindringling? Falls du gegen mich gewinnst, gebe ich dir einen Hinweis zum Passwort. Ach ja, die gute alte Rüpelmanier. Das Passwort verraten, wenn man ihn besiegt. Finde ich auf jeden Fall sehr sozial von dir. Pion Scora. Kriegen wir hin. Ja, Stinger. Guck mal, ja, kriegst du schon Angst? Ba, ba, dam, ba, dam, bam. So sieht deine Weiterentwicklung aus, mein Freund. So, das ist ja Käfergift. Dann machen wir mal den Nachthieb. Weil Boden wäre ja dann neutral. Wegen dem Käfertyp. Bam, bam, bam. Das hat mega viel Schaden gemacht. Oh mein Gott. So, das dürfte es gewesen sein für Pion Scorer. Ich verspreche mich in letzter Zeit ziemlich oft. Aber gut. Sei es drum. Ein Tarnpignon. Ja, kein Ding, würde ich sagen. Haben wir da mal den Giftzahn drauf. Und zwar neutral, aber naja. Okay, eine Nachthieb hätte vermutlich gereicht, aber ja, ist okay. Na komm. Nicht mehr allzu sehr in die Länge ziehen, das Tampen hat eh keine Chance. Ein Golbat. Okay. Ja, dann machen wir das auch mal mit Nachthieb. Das dürfte auch keine allzu große Chance haben gegen Stinger. Ja, Giftzahn. Das ist eine sehr gute Wahl, mein Freund. Ba, bam, ba. Ja, stirb einfach, komm. Diese Kämpfe sind nicht besonders spannend. Babadabam.
Ha, na schön, dann klaue ich dein Team eben nicht. Ach, da bin ich aber froh. Mensch. Hier kommt der Hinweis für das Passwort. Es ist eine Ziffernfolge. Haha. Aber das bringt dich nicht weiter, was? Ich gebe dir noch einen Hinweis. Die zweite Ziffer ist die 9. Oh Gott, muss ich das jetzt aufschreiben? Warte mal. Textdokument. Also die zweite Ziffer ist die 9. 4 Ziffern hat er gesagt, ne? So. Zack. Da habe ich mir das jetzt mal aufgeschrieben. So, jetzt möchte ich gerne hier erstmal Greenhorn ein anderes Item geben. Und zwar, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Wo ist es denn? Schon, hier der Seegesang. Ja, will ich austauschen. Wunderbar. So, dann kann Greenhorn gleich mal kämpfen. Okay. Was haben wir hier? Das ist nichts. Das hier. Ach so, das sind die Rohre. Alles klar. Kann ich da nochmal drauf? Nee, kann ich nicht nochmal drauf treten. Ja gut, dann nehmen wir uns dich mal vor, mein Lieber. Auf dem Schiff ist mir total langweilig. Ich spiele ein bisschen mit dir. Ja, okay, mach das. Eine Runde Poker oder aber ein bisschen Kartenspiel mit Pokémon-Karten oder so. Irgendwelche Brettspiele. Ach, ihr habt ja nichts. Mensch. Dann kämpfen wir halt. Ein Eurocax. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir den Sprungkick. Das ist sehr effektiv. Pam. Nice. Oh, du machst auch einen Sprungkick. Hoppsala. Ein Volltreffer natürlich. Vielen lieben Dank. Blueberry. Erstmal wiederbeleben. Wie viel Leben habe ich eigentlich drei, genau. 3 gleich 9. Wie jeder weiß. So, Turmkick. Könnte jetzt nochmal hinfallen. Das wäre ganz nett von dir. So, ich denke, das werden wir aushalten. Ich weiß nicht, wer schneller ist. Aber ich denke, das wird schon klappen. Ah, wir sind schneller. Wunderbar. Und tschüss. Badabam. Bam. War's das? Ja. Okay. Was unterscheidet einen starken von einem schwachen Trainer? Kommt es darauf an, das Letzte aus seinem Pokémon herauszuholen? Bis zum letzten Tropfen. 3 der 4 sichern sind gleich. Okay. Ich finde es auf jeden Fall nett, dass die mir alle Hinweise geben. Ich gebe dir mal so ein bisschen einen Trank. So, war der Trank? Hier. Zack. Bitte schön, Greenhorn. Dann jetzt bitte nicht nochmal einen Zurückhex. Was hast denn du sozusagen? Ich habe das, was du willst. Aber wenn du es willst, du weißt, was jetzt kommt, oder? Zeit für ein Duell. Oh, ein Kampf. Na gut. Der andere wollte auch schon nicht Karten spielen mit mir. Mann, niemand will mit mir Karten spielen. Dann muss ich sie mal töten. Ein Unratytox. Ist auch nicht so geil, weil Gift so ein bisschen effektiv gegen Pflanze ist. Aber es ist eine Unterentwicklung. Ich gehe mal das Risiko ein. Mit einem Risikotackle. Könnte schon ausreichen. Ba, 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 dam. Jawohl. Kriegen wir jetzt erstmal Rückstoßschaden. Und dann kriegen wir noch den Seegesang. Sehr gut. Ein Sengo. Oh, nice. Ich will mal weiterkämpfen. Sengo hat auch Stil. Finde ich cool. Sprungkick. Komm, viel Schaden reindrücken. Das muss reichen. Sengo ist gefährlich. Jawohl, Volltreffer sogar. Nice. Kriegen wir wieder ein bisschen Heilung. Wunderbar. Wie ist das nur möglich? Ja, ganz easy. Wie du gesehen hast. Puh, du bist echt gut. Ja, das hast du dir verdient. Wow, ein Stück Plastik. Ja, eine Plasma-Karte. Okay. Mit der Plasma-Karte kannst du das Passwort eingeben. Ab hier musst du allein klarkommen. Wieso helfen die mir alle so? Sind die irgendwie blöd? Ja gut. Wahrscheinlich schon, wenn sie Team Plasma beigetreten sind, aber... Okay, wo geht's hier lang?
Es sind noch mehr? Ja gut. Immer her damit. Her mit der Erfahrung. Ein Eindrückling, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du Sterne sehen. Ah, oh, wunderschöne Sterne. Ba-ba-bam. Hast du etwa einen Stern, du? Das wäre coole Anspielung, aber nein, hast du nicht. Schade, ein Rokaimann. Ba-bam, ba-ba-ba-dam. So, okay, dann können wir jetzt sogar mit dem Holzgewehr draufhauen. Boom. Das gibt viel Leben. Ja, der Sägesang kommt nicht mal mehr zum Einsatz. Naja. Dam, 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 dam. So, ein Rabigator. Weiterkämpfen. Bada, bam, bam, bam. Bedroher wirkt. Ja, gut. Nicht so geil, aber kriegen wir hin. So, bitte nicht allzu viel Schaden. Ja. Wir sind zum Glück schneller als Rabigator. Auch nochmal Holzgeweih. Pow! So, und diesmal kriegen wir keinen Sägesang-Boost? Ah doch. Natürlich. Ach, das Star von Team Plasma werde ich jetzt wohl nicht mehr. Ha, dieser Wortwitz. Ja, genau. So, was haben wir hier so? Ein Top-Beleber. Nice. Einfach mal so ein Top-Beleber, der da rumliegt. Den hättest du gebrauchen können, ne? Top-Elixier. Auch sehr schön. Oh, guck mal, hier ist ein Arzt. Oh, der heilt uns bestimmt. Man nennt mich die Königin von Team Plasma. Wie bitte? Du denkst, du könntest gegen mich gewinnen? Oh, 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 oh. Bitch, please. Als ob du eine Königin wärst. Ja, was hast du denn? Ein Radikal. Oh, das ist ja hübsch. Radicate. Los, Greenhorn. Radikal ist auch irgendwie cool. Allein die Tatsache, dass du First-Gen-Pokémon benutzt, ist cool. Von daher werde ich dich nicht allzu hart verprügeln. So, Sägesang, nice. Da war der Damm. Level 55. Und ein, guck mal, da kannst du auch noch gleich erledigen. Mit deinem Sprung-Kick geht das ganz gut. Kapau! Boo! Bam! Ba-bam! Ba-da-da-ba-dam! So, dann sind wir wieder voll und du bist besiegt. Nice. Ich kann deine Visage nicht mehr sehen. Oh, das tut mir leid. Soll ich dir die Augen erst kratzen? Dann musst du das nicht mehr sehen. So, dann würde ich gerne diesen Arzt hier niederknüppeln. So wie es sich gehört. Mach mal Blondie das. So, hi. Wenn die Plasma die Welt regiert, wird es bestimmt weniger verletzte Pokémon geben. Das glaubst auch nur du. Bam, 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 bam. Dr. Uta, ein Matrifol. Ja, da ist jetzt aber auch schade, dass ich gerade Blondie vorne habe. Der Steinkarte würde ich definitiv, ja, in den Boden stampfen. Bam, bam, bam. Schwertanz, okay. Gut, wenn du das wenn du meinst, dass das eine kluge Entscheidung ist, dann mach das mal. Dann werd ich jetzt verkauft. Na gut. Immerhin hast du meine, Dingens. Meine Robustheit noch nicht getriggert. Swango. Ja gut, jetzt habe ich keine Robustheit mehr, aber kommt aufs Gleiche raus. Bam! Und tschüss. Das war sehr effektiv. Vielen lieben Dank. So, jetzt darfst du meine Pokémon heilen. Erkläre es mir, was ist das Sinn von Pokémon-Kämpfen oder irgendwie sowas. So, konnte ich nicht mehr genau lesen. Wenn ein Pokémon verletzt, spielt es keine Rolle, ob es Freund oder Feind ist. Da hast du allerdings recht. Das ist ja zum Glück ganz gut, dass du das so siehst. Okay, dann können wir den hier noch auseinandernehmen. Aber warte, vorher wechsel ich mal kurz das Pokémon. Ah ne, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Blondie hat ja noch kein Level erreicht. Du kämpfst also, um das Passwort zu erfahren. Aber selbst wenn du einen Kampf gewinnst, heißt das nicht, dass du auf jeden Fall einen Hinweis bekommst. Es kann aber gut sein, dass du etwas anderes bekommst. Ach so. Haben wir dich schon? Ja gut, hier geht's irgendwie nicht so geil weiter. Aber hier kann ich ja nach oben. Das ist jetzt nicht so geil. Wobei, doch, jetzt kann ich doch hier nach unten. Right? Right. Kann ich hier durch? Mal das Item hier upgrabbeln. Ein Machtband. Ich meine, ein Machtband.
Jo, dann wie wär's mit dir, Kollege? Ich hab immer noch erst eine Zahl und drei Ziffern sind gleich, hat es geheißen. Oh, du siehst so stark aus. Lass uns kämpfen. Los! Alles klar. Hoffentlich gibst du mir einen weiteren Hinweis. Ba bam 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 bam. Ein Appear und ein Draghi. Alles klar. Kriegen wir hin mit Grundy. Geht das schon ganz gut, würde ich meinen. Ja, komm, ich mach trotzdem die Steinkante. Ich glaube, die wird mehr Schaden machen als eine sehr effektive Dampfwalze. Und außerdem hat das eine hohe Volltrefferquote. Ja, hat gereicht. Nice. Blondie rockt einfach alles weg und Blueberry steckt einfach alles weg. Das ist das Dream Team und Explosion. Explosion wäre natürlich schon geil, wenn es nicht eine Challenge wäre. von daher, nee. Ach komm, jetzt nein und ja. Hätte natürlich sehr viel Stil, aber lieber nicht. Ich verfluche dich. Ja komm, gib mir einen Hinweis. Ja, deswegen, ja, ein Hinweis zum Passwort besteht aus 4 Ziffern. Die letzte Ziffer ist die 9. Alles klar. Okay, das heißt, die 9 ist die Zahl, die dreimal vorkommt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen einzigen Hinweis. Denn uns fehlen noch zwei Zahlen. Eine davon ist eine 9 und die andere ist irgendwas anderes. So, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Hier ist noch ein Rüppel. Du hast doch bestimmt den finalen Hinweis für mich. Mehr von Team Plasma werden die Einer-Region erobern. Dafür brauche ich deine Pokémon. Gib sie mir bitte. Ja, okay, kein Ding. Hier. Ach, die Musik verleitet mich immer wieder mit zu lallern. Dann los, Blondie. Ja, da dürfte eigentlich eine Dampfwalze reichen, denke ich mal. Komm, machen wir kurz einen Prozess hier. Zack. Was hast du sonst noch so? Ein Vipites. Da könnte eine Dampfwalze nicht reichen. Dann mache ich mal die Steinkante. Ja, schon. Ja, okay. Aber die Steinkante wird reichen. Und tschüss. Ich mache jetzt hier ein bisschen speedy, weil der Part schon fast zu Ende ist. Wie ist das möglich? Du hast das Potenzial deines Teams voll ausgeschöpft. Ja, siehst du mal, ne? So läuft das hier bei mir. Ich erkenne meine Niederlage an und gebe jetzt unverzüglich den Hinweis. Die erste Ziffer ist die 9. Toll. Weißt du, der eine sagt mir, drei Ziffern sind gleich. Und dabei sagt mir die anderen schon drei gleiche Ziffern. Oh, das war jetzt irgendwie ein unnötiger Hinweis. Da brauche ich jetzt immer noch einen Hinweis, was die dritte Ziffer ist. Okay, warte mal, dann versuche ich mal. Hier. Oh, hier ist ein Item. Nice. Zink. Alles klar, die können wir eigentlich auch mal verwenden, die ganzen Dings-Items. Hier kann ich nicht durch. Okay. Aber warte mal, hier am Anfang war noch ein Rüpel, oder? Da rechts war doch einer, den haben wir noch nicht besiegt. Du da! Gib mir den Code. Ich habe 2 Jahre lang pausenlos trainiert, damit Team Plasma endlich Gerechtigkeit zuteil wird. Jetzt bin ich unbesiegbar. Das würde ich nochmal überdenken, mein Freund. So, komm, mach mal Speedy hier. Der Part ist gleich vorbei. Ein Rabigator. Ja, nice. Das ist jetzt nicht so praktisch für uns. Bedrohung wirkt. Okay, da werde ich jetzt zum ersten Mal wechseln. Auf Blueberry zum Beispiel. Los, Blueberry. Knirscher, ja. Guck dir mal den Schaden an. Das ist ja schon fast lächerlich von einem Rabigator. Ja, dann surf mal eine Runde. Everybody's going surfing. Surfing USA. Na, wer kennt das Lied? So, das war's noch nicht für Rabigator. War abzusehen bei dem Spezialangriff von Blueberry. Aber es ist ja kein Ding. Knirscher, bam, Surfer, bam, tschüss. Gib mir den letzten finalen Hinweis, damit ich die Folge auch beenden kann. Ups, verloren. Ja, ja, so wird niemals Gerechtigkeit zuteil. Das ist natürlich sehr traurig. Oh Mann! Ich brauche das letzte Passwort.
Gibt es hier eigentlich noch irgendetwas, was ich hier machen kann? Oder bin ich hier schon fertig? Da gibt es ja nichts mehr, oder? Ich habe hier auch schon. Habe ich hier einen Hinweis? Nee, habe ich nicht übersehen. Habe ich bei dir einen Hinweis übersehen? Nope. Die hat ja auch nichts weiteres mehr. Moment, ich mache mal ganz kurz hier den hier. Zu gucken, ob ich den da unten schon habe. Ich glaube schon. Ich will noch den letzten Hinweis. Ah ne, den habe ich noch nicht. Alles klar. Okay, mache ich dich fertig. Na gut, mach das. Ein Rassander von Rüppel. Von einem Rüppel. Eine Xerapendra. Ja gut, das dürfte jetzt kein Problem sein für Blondie. Eine Steinkante und fertig ist die Soße. Oh, Blondie steigt ja schon fast noch ein Level auf. Sollte ich mal langsam wechseln. Aber kein Problem. Boom. Und tschüss. Hab mich gefreut. Und du gibst mir bestimmt den letzten Hinweis. Komm schon. Level 56. Nice. Gerr, das kann ich nicht dulden. Ja, dann dulde es nicht. Verrat mir nur das Passwort. Das Passwort? Ja, wie du willst. Meine Lieblingszahl ist übrigens die 0. Aha. Alles klar. Es war jetzt eigentlich zwar kein Hinweis auf das Passwort, aber ich nehme es jetzt einfach mal als Passwort-Hinweis. So. Wunderbar, dann haben wir das. Da ist das Passwort 9909. Das gleiche Passwort wie alle meine Bankkonten und mein Handy und alles. Nein. So. Oh, was ist das Passwort überhaupt eingeben? Das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ich habe gar kein irgendwo ein Tor oder so gesehen. Aber hier ist auf jeden Fall nichts mehr, das kann ich euch schon mal sagen. Habe ich jetzt alles durchgeguckt. Das heißt, ich muss da irgendwo anders hin. Mal gucken. Ach so, wir können ja noch bei der anderen Tür rein, vielleicht. Hier so, vielleicht? Ist hier oben noch was? Nope. So, ist hier was ich eingeben muss oder so? Wahrscheinlich, aber ich beende jetzt hier mal den Part. Selbe Stelle wie vor wie vor zwei Parts. Ja, das war's für diesen Part mit Pokémon Schwarz 2 Blind in der Freak Challenge. Nächstes Mal werden wir hoffentlich das Passwort eingeben. Aber es ist scheinbar weder der rechte Ort noch die rechte Zeit dafür. Wie gesagt, darum beenden wir jetzt den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschö.